Servus und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Ich bin Marv und wir spielen jetzt Mirror's Edge. Das Spiel war letztens bei Steam im Deal, aber ich habe noch hier die Originalversion von 2008. Unten auf dem Bildschirm steht 2009, hinten bei mir auf der Packung 2008. Hab das damals im Laden gekauft, fand es extrem gut, das Spiel, und wollte es eh endlich mal Let's Playen. Und ich hoffe einfach mal für euch, ihr habt beim Steam Deal zugeschlagen, und für alle, die es nicht gemacht haben, lehnt euch zurück und viel Spaß beim Let's Play. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hasst es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an, schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Dann wollen wir gleich mal loslegen. Mit Leertaste springen wir, mit Shift gehen wir nach unten. Tab ist für die Missionsziele, die wir haben. So, dann wollen wir mal los. Leertaste rüberspringen. Und zwar, Mirror's Edge ist so eine Art Parcours-Spiel letztendlich. So eins der ersten seiner Art. Wow. Das war gut. Hallo. Hi, Faith. Willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Tja, wer hätte das gedacht? Die liebe Faith hatte nämlich einen Unfall. Und hat sich dann irgendwie die Knochen angeschlagen. Und muss jetzt hier wieder so ein bisschen trainieren, damit sie das Ganze gut hinbekommt. Achso, hier. Man kann da auch über andere Möglichkeiten rüber, aber wir machen jetzt einfach das, was sie uns vormacht. Das ist ein bisschen was anderes. Es ist ein Jump and Run aus der Ego-Perspektive letztendlich. Das ist eigentlich ganz cool. Mir macht es richtig Spaß. Hat es damals schon sehr viel Spaß gemacht und wollte es eh schon mal Let's Playen. Hier sind wir jetzt. Ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Das müsste eigentlich ganz gut laufen. Diese erste Mission ist noch so als Training gedacht, wo wir der guten Frau einfach mal hinterher springen und alles nachmachen und ihr einfach folgen. Genau. Ran und rüber. Boah. So. Man muss halt immer gucken, wo man hinspringt. Sonst wird die ganze Geschichte ziemlich schnell, ziemlich schwierig. Und hat jetzt hier ganz bestimmte Aufgaben. Das ist eigentlich, also vom Spielgefühl her. Oh, jetzt klingelt Faith Handy. Faith! Anruf! Geh doch mal ran! So. Da gehen wir jetzt auch oben hoch. Die Story entwickelt sich noch. Also die Großkonzerne und so sind jetzt hier gegen Informationen, oder gegen die Regierung eher gesagt, gegen die Weitergabe von Informationen. Und die machen jetzt hier halt irgendwie ihr eigenes Ding. Und bedienen sozusagen diese Kundschaft, die gerne Informationen von A nach B bringen möchte, ohne dass die Regierung sich einschaltet. Und benutzen dafür die Häuserdächer, um da irgendwie ungesehen vorbeizukommen. Früher oder später werden wir diesbezüglich auch auf Widerstand stoßen. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht.
dass wir da oben rankommen. So. Und rechtzeitig fallen lassen. Oh, das war fast knapp. Man kann nicht sprinten. Die nimmt einfach Geschwindigkeit mit der Zeit zu. Umso länger sie läuft, umso schneller wird sie auch. Au. Hätte ich mich abrollen können. So, genau. Also die macht ziemlich viel automatisch. Es geht ab. Warum geht das nicht? So, und ran. Genau. Leertaste gedrückt halten, Shift-Taste gedrückt halten. Sowas. Das geht ganz gut. Jetzt kommen wir mal zum Waffentraining. Na? Mark will, dass ich etwas Sparring mit der mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los. Sparring, auch gut. Genau, wir haben so ein bisschen die Möglichkeit, uns zu wehren. Es gibt auch mal Alt Shift links fest und drücke Maustaste für einen tiefen Schlag. Genau. Also es gibt ja auch Waffen in dem Spiel, aber die sind eher selten. Wir müssen dann eher so ein bisschen sparringsmäßig, karatemäßig hier so ein bisschen wehren gegen die Gegner, die auf uns zukommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie hier die Waffe wegnehmen. Es geht, das war eigentlich zu langsam. Mit Maustaste 2 kann ich die Waffe fallen lassen. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzeln im Kampf ausschalten. Genau. So, hi. Au. Okay, zu spät. Man muss genau den richtigen Moment im richtigen Moment drücken. Das Spiel ist wahnsinnig viel, hat wahnsinnig viel mit Timing zu tun. So, zack. Zeitlupenmodus, gar nicht verkehrt. Kann ich auch noch gebrauchen. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake, genau, jetzt geht's dann langsam mal los. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Tschüss. So, wir wollen spielen. Die Ladescreens finde ich auch echt cool. Also mit den Tipps und wie man sich halt abrollen kann und so. Also das gefällt mir ganz gut. Aber jetzt geht's erst wirklich los. Electronic Arts präsentiert. Eine DICE Production. Das Spiel Mirror's Edge. Let's Play it von Marv Zockt. Ich habe auch alle aktuellen Updates installiert. Die Physik-Updates und die ganzen Geschichten. Und solche Stunts macht man dann hier. Diese aktuellen Moves macht noch der Computer. Aber gleich übernehmen wir die Steuerung. Wir sind jetzt im Finanzbezirk. Es ist 2:02. Es wird Zeit, dass wir jetzt mal hier. Ja, die Gründe sind total beeindruckend. Wenn du mit Philosophie und fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Der Rest hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Finde ich gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Die Lieferung überbringen sollte kein Problem sein. Muss einfach noch ein bisschen klarkommen mit der Steuerung. Es ist ja nun doch schon ein Weilchen her gewesen, dass ich das Spiel gespielt habe. Diese rote Markierung von den Rohren oder sowas zum Beispiel, das ist ganz praktisch. Da kann man dann sehen, wo man. Du so. Nimmst dir alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer, sie übernimmt deinen Rap. Ich bin ja schon dran. Oh, das war knapp. Wo war ich jetzt gerade? Ich hab's vergessen. Also vom Gefühl her macht das Spiel auf jeden Fall echt Spaß, dieses Free-Running-System. So, und den Leuten müssen wir irgendwie ausweichen. Das sind irgendwie nicht die richtigen, die wir haben wollen. Die überwachen uns.
Der Funk läuft deinetwegen heiß, Faith. Klingt, als seien ein paar Cops zu dir unterwegs. Die haben den Typ von dem Nachrichten. Offensichtlich, ja. Den einen Kollegen haben wir da ja eben gerade schon gesehen. Habe ich da nicht gerade irgendwas vergessen? War da nicht noch irgendwo unten was? Gehen wir mal runter. So, schauen wir nochmal. Nee, ich dachte eigentlich, hier wäre noch irgendwie so ein Koffer oder so. Wie gesagt, das ist schon ein Weilchen her. Es ist mal vom Spiel selber her, hat das ein ganz anderes Gefühl. Weil man... Oh, fuck. Ja, man ist wahnsinnig verletzlich. Und hat diesen absoluten Runner-Modus hier. Ja, ich bin unterwegs. Oh. Da geht's durch. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Ja. Bin auch gerade so ein bisschen in Schwierigkeiten. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das so das richtige Spiel ist zum Let's Playen, weil es doch sehr actionreich ist. Also das kommt ja eigentlich an, actionreich, aber man muss ziemlich konzentriert sein, um hier auch die richtigen Moves zu machen und durchzukommen. Zack. So, den habe ich erledigt. Ich kann sie erschießen, muss aber nicht. Ich glaube, ich schmeiß die Waffe einfach weg, genau. So. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Oh nein. Bin ich nicht. Hey, Kollege. Zack. Erledigt. Klar, ich kann Pate jetzt sehen. Oh, da hinten kommen die anderen. Zeit, dass ich hier wegkomme. Oh. So. Kanone habe ich jetzt fallen lassen. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anlauf. Bin schon unterwegs. GPS klebt an dir. Hey, wirf den Koffer rüber. Hier, nimm. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Pass bloß auf. Oh oh. Zwar ein paar richtig fiese Jungs mit richtig dicken Kanonen. Muss ich mal schauen, dass ich hier wegkomme. Du musst von dem Dach runter, Faith. Egal wie du einfahren. Ja, wie? Dann machen wir es einfach auf die harte Tour. Oh. Und da sehen wir uns das erste Mal selbst. Faith hängt am Hubschrauber. Ich muss mal gucken, dass ich da unten irgendwie auf dem Ding lande. Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Gut. Mercs Unterschlupf. 4.35 Uhr in der Früh. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Merc. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Ii. Bis dann, Merc. Das ist ja einer. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlens Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Da kommt er aber schon schnell. Hey! Merc! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich.